Ich, dann war das Peter Wurm von den Freiheitlichen. Eine eigentlich recht spannende Thematik, Sammelklagen, eine langjährige FPÖ-Forderung, gemeinsam mit der Sozialdemokratie, muss man sagen auch. Und es würde mich jetzt freuen, wenn wir vor allem den grünen Regierungspartner jetzt auch ins Boot holen könnten. Es ist klar kommuniziert, die ÖVP hat aus für mich nicht ganz nachvollziehbaren Gründen da immer sehr stark gebremst. Ich glaube, das ist ein Thema, diese Sammelklagen und diese Gruppenverfahren, die für die normale österreichische Wirtschaft kein Problem darstellen, ganz im Gegenteil, aber natürlich für Großkonzerne sehr wohl etwas sind, was sie nicht haben wollen. Und das ist schon eine Nagelprobe, vor allem für die ÖVP, aber für mich noch viel mehr für die Grünen, wo die Grünen jetzt hier stehen beim Konsumentenschutz, auf der Seite der Konsumenten, der Bürger und der normalen österreichischen Wirtschaft oder der Großkonzerne, der Industrie und der internationalen Lobby. Und das wird eine große Nagelprobe werden. Ganz kurz, es ist, glaube ich, schon erklärt worden, es geht in Summe einfach darum, dass wenn ich als Konsument ein Rechtsproblem habe, ich hier relativ einfach über eine Sammelklage, über ein Gruppenverfahren das abwickeln kann, hätte auch für den Staat Vorteile, ein Richter entscheidet es wesentlich kostengünstiger, schneller, hat also alles im Grunde genommen nur Vorteile und vor allem jetzt auch in Corona-Zeiten, wo möglicherweise in den nächsten Monaten auch einige Verfahren für Konsumenten Sinn machen würden, wäre das ein ganz, ganz wichtiges Instrument. Wir unterstützen das, wir fordern das seit Jahren. Ich hoffe, wir bekommen jetzt alle gemeinsam, auch gegen den Widerstand gewisser ÖVP-Kreise, das gebacken und ich halte uns die Daumen. Danke.